Amoroso ist ein Pokémon mit den Typen Gestein und Wasser, existiert seit der ersten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Ammonitas. Amoroso gehört zu den Fossil-Pokémon und seine Vorstufe Ammonitas kann aus einem Helix-Fossil wiederbelebt werden. Dabei ist Amoroso zudem das Gegenstück von Kabutops. Amoroso ist ein mittelgroßes, ammonitenähnliches Pokémon, das beige und blaue Farben in sich vereint. Der Panzer ist dabei beige und sein restlicher Körper ist blau. Das dominierende Körperteil ist sein spiralförmiger Panzer, der über eine nach rechts verlaufende Spirale verfügt und mit mehreren dünnen schwarzen Streifen gemustert ist. Dabei ist er mit mehreren Stacheln ausgestattet und an der Öffnung sind die beiden runden Augen erkennbar, die jeweils aus einer leicht beigen Lederhaut und je einer länglichen schwarzen Pupille bestehen. Unter den Augen befindet sich dann der runde, vierteilige Schnabel oder Mund und an den Ecken wachsen dicke Tentakel, also an den Ecken des Gesichts, wobei die oberen beiden Tentakel länger als die unteren beiden sind und alle den gleichen Umfang besitzen, alle vier. Schließlich wachsen dann noch hinter seinem Gesicht rechts und links je drei dünne Tentakeln, die in ihrer Länge von oben nach unten gesehen abnehmen. In der Shiny-Form sind dann noch die normalerweise blau gefärbten Körperbereiche, das heißt die Tentakeln violett gefärbt. Amoroso ist ein prähistorisches Pokémon, das seit vielen Millionen Jahren ausgestorben ist. Folglich sind dann noch in freier Wildbahn derzeit keine wildlebenden Bestände von ihm bekannt. Dieses Pokémon war deshalb über lange Jahre nur über Fossilfunde bekannt. Erst durch den Vorstoß eines ambitionierten Forscherteams auf der Zinnoberinsel der Kanto-Region ist es seit wenigen Jahrzehnten möglich, lebende Exemplare seiner Vorentwicklung Ammonitas mit Hilfe von Fossilien, genau genommen dem Helix-Fossil, mit noch intaktem Erbgut zu reanimieren. Amoroso bewohnte vor Urzeiten die Meere dieser Welt und heute können seine versteinerten Überreste überall dort gefunden werden, wo sich in grauer Vorzeit einmal ein Meer befunden hat. Somit konnte sein Fossil in bisher allen Regionen mit Ausnahme von Alola geborgen werden. Zu seinen Lebenszeiten war Amoroso ein gefürchteter Jäger der Urmeere. Dieses Pokémon verfügt über einen sehr scharfen Schnabel oder Mund und griff seine Gegner mit Tentakeln, bevor es dann mit dem Schnabel zubiss. Hat es die Beute erst eingewickelt, lässt es nicht mehr los, und seine Tentakel sind zudem hochentwickelt und es setzt sie ähnlich wie Hände und Füße ein. Es scheint, als ob es die Schale von Muschas mit seinen Zähnen aufknackte, um schließlich den Inhalt auszuschlürfen. Der schwere Panzer behinderte es jedoch bei der Jagd. Dieser war so schwer, dass es nur nah und langsame Beute erlegen konnte, was einen möglichen Grund für sein Aussterben darstellen könnte. Amoroso ist dabei die Weiterentwicklung von Ammonitas, das sich automatisch durch das Erreichen von Level 40 zu Amoroso weiterentwickelt. Dabei verlängern sich seine Tentakeln und ihm wachsen Stacheln aus seinem Panzer. Und es erhält ebenso einen Mund mit spitzen Zähnen und auch die Augen verfärben sich zu einem gelblicheren oder beigen Ton. Mit seinen Typschwächen nimmt es Viertelschaden gegen Feuerattacken, halben Schaden gegen Normal-, Eis-, Gift- und Flugattacken, doppelten Schaden gegen Elektro-, Kampf-, Bodenattacken, vierfachen Schaden gegen Pflanzenattacken und der Rest macht normalen Schaden.